Ja, herzlich willkommen bei Wirbel Cloud.com. Ich möchte euch heute die 510er vorstellen. Die sind ja im Endeffekt schon sehr lange im Einsatz. Ich habe vor längerem damit angefangen. Drauf gekommen bin ich einfach wegen dem Odysseus, weil der einen 510er-Mode hat und habe mir deswegen welche bestellt und musste dann tatsächlich sagen, dass mir die 510er vom Geschmack her tatsächlich gefallen. Es gibt so drei grundlegende Systeme davon. Eins ist jetzt ein bisschen neuer. Das heißt, als erstes sind sie im Endeffekt so auf den Markt gekommen als Bridge. Da kann man sehen, da ist oben so eine kleine Metallbrücke drin. Das hier ist jetzt ein Joyetech. Bei den Joyetech kann man sehr schön sehen, die sind gelabelt. Dann weiß man, dass man einen Joyetech hat. Ich habe hier einmal einen nicht von Joyetech. Da ist dann auch kein Label drauf. Es gibt dann ja noch verschiedene Hersteller. Bauway gibt das seit längerem jetzt. IconVape ist frisch dazugekommen. Olympia habe ich noch gesehen oder Olympic mir gesagt. Ja, und von IconVape gibt das jetzt nochmal ein neues System. Der ist bereits zu mir unterwegs. Das ist dann der XLR. Und dann gibt es da die High-End-Klasse. Das ist der HH357. Der kommt aus Amerika. Der ist handmade. Auch den habe ich mir bestellt, da wird es dann auch noch ein Video zu geben. In erster Linie sind die Bridge mal dazu hergestellt worden, um sie mit diesen Mundstücken halt zu betreiben. Da ist unten normalerweise Watte drin. In der Watte ist das Liquid und das wird dann halt von der Bridge zum Verdampfer transportiert. Dann haben einige Amerikaner die Bridge rausgenommen, war mir nicht ganz klar warum. Daraufhin gab es dann Bridgeless. Da sind oben drei große Löcher drin. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Bridgeless im Endeffekt doch besser das Liquid aufnehmen und zum Verdampfer transportieren als die Bridge-Verdampfer. Dann ist vor kurzem etwas dazugekommen. Das sind dann die Dual-Coil, die sind etwas größer. Der ist hier mit Bridge, der wurde auch mit diesem Mundstück hier geliefert. Ansonsten verwendet man die 510er ja im Drip-Mode mit einem Drip-Tip obendrauf. Auch das wird schon sehr lange gemacht. Da sind dann noch einige andere Entwicklungen zugekommen. Einmal als Bottom-Feeder zum Beispiel im Odysseus oder im V-Mod oder in der Rio oder auf der Rio mehr gesagt als Bottom-Feeder. Dann sind Top-Feeder noch dazu gekommen. Da habe ich den Drip on Demand. Der wird ja auf den 510er aufgesteckt und dann kann man von oben das Liquid zuführen. Da gibt es dann noch die High-End-Klasse, das ist die Vapemate. Die hatte ich schon mal im Drip-on-Demand-Video erwähnt. Da schwärmt Wanderzart ja sehr von. Ich habe dann jetzt die letzten Wochen ordentlich rumgetestet. Ich muss sagen, im Odysseus ist mir der Bridgeless am besten aufgefallen, also gefiel mir am besten. Ich habe hier mal, das ist jetzt der Joyetech Bridge. Im Endeffekt geht es ja darum, dass die guten Hersteller normalerweise die wesentlich besseren Verdampfer bauen. Der dampft gut, Geschmack ist auch gut. Habe dann mir bei Pelion hier nochmal Bridgeless, weil von Joyetech gab das keine Bridgeless und da ich das ausprobieren wollte, habe ich dann einfach mal No Name genommen. Und muss sagen, für No Name, der dampft besser als der Joyetech Bridge.
Ob da jetzt geschmacklich wirklich ein sehr großer Unterschied ist, kann ich nicht sagen. Mir fiel das nicht so richtig auf. Ob nun Bridge oder Bridgeless, vom Geschmack her tut sich da nicht viel, aber auf jeden Fall vom Dampf- und Fließverhalten. Der Joyetech ist fast genauso gut wie der Bridgeless No Name, aber irgendwie gefällt mir der Bridgeless doch besser. Preisunterschied war nicht so hoch, aber doch schon spürbar. Und dann habe ich hier als letztes nochmal den Dual Coil. Der ist hier jetzt ein bisschen kürzer, weil der bis hier unten in den Collectors Tank reinragt. Ja, der war jetzt ein bisschen abgesoffen, da hatte ich eben frisch reingetröpfelt, das war ein bisschen viel. Der Dual Coil hat auch eine sehr gute Dampfentwicklung. Geschmacklich gibt es da auch keinen so einen großen Unterschied, dass man jetzt sagt, oh Mann, der ist 10 Stufen besser. Einen wirklich großen Unterschied konnte ich nicht feststellen. Was ich aber feststellen konnte, ist, dass es eigentlich doch ziemlich wichtig ist, dass man weiß, wie viel Ohm der Verdampfer hat. Ich zeige euch gleich nochmal einen ganz billigen. Den hatte ich vom Dampfkommando mal geschickt bekommen. Den hatte er bei einem ungeregelten Akkuträger mit dabei, der dann ja im Endeffekt zwischen 3,7 und 4,2 Volt funktioniert. Das ist jetzt der, wo ich den Pluspol durch den Golden Greek hochgeschoben habe. Das hatte ich im Golden Greek Video ja gesagt. Da werde ich jetzt nochmal ganz frisch einen Dual Coil 510er befüllen. Immer so 3, 4, 5 Tropfen rein, ein bisschen warten. Die meisten Hersteller sagen mittlerweile so 30 Sekunden, bis das ein bisschen runterfließen kann. Und dann kann man nochmal 2 bis 3 Tropfen nachtropfen. Nach dritten. Wie gesagt, der ist jetzt ganz frisch, der war noch richtig unbenutzt. Ich dampfe ihn hier jetzt bei 4,5 Volt. Und weiß leider nicht genau, wie viel Ohm er hat. Es ist ja jetzt die LavaTube 1.5 unterwegs, wo man den Widerstand mit messen kann. Da warte ich drauf. Die Leute, die einen Provari haben, die wissen das sicherlich schon länger zu schätzen, dass man einfach sehen kann, wie viel Ohm hat mein Verdampfer und können dann die Voltzahl darauf perfekt einstellen. Mir ist das einfach aufgefallen mit dem Geschenken, das ist dieser hier, das ist eine sehr günstige Marke, also ein völliger No-Name. Dampf ihn hier jetzt bei ca. 4 Volt. Ungeregelter Akku, schon ein bisschen in Benutzung. Da kommt nicht so wirklich Spaß auf. Und habe gedacht, oh Mann, die taugen einfach nichts, weil ich sehr viel mit den ungeregelten Golden Greek Sachen dampf.
Und in letzter Zeit kommt das doch immer häufiger vor, dass ich auch mal die Lava Tube benutze, um die Spannung besser anzupassen, weil ich mich irgendwann mal vergriffen hatte und dann war mir einfach was aufgefallen. Nämlich, dass ich ein, zwei Verdampfer, die ich hier hatte, einfach mit zu wenig Spannung versorgt habe. Das sind jetzt 4,5 Volt und man kann den Unterschied deutlich sehen zwischen den 4 und den 4,5. Ist er wirklich ein richtiger Nebelwerfer? Glaube, dass die Zukunft auch dahin gehen wird, dass man immer mehr geregelte Akkuträger benutzen wird. Ich hoffe, dass Golden Greek da irgendwann auch etwas bringt. Es gibt ja den Evolve Kick mittlerweile, wo man die Wattzahl einstellen kann in diesen ungeregelten Akkuträgern. Das ist nur ein laues Wölkchen. Ja, da ist schon wesentlich mehr Dampf jetzt. Da habe ich dann aber auch tiefer gezogen. Zwei kurze Züge, selbe Dampfentwicklung wie bei dem Golden Greek eben mit drei sehr langen Zügen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich vorher völlig unterschätzt. Da muss ich sagen, hoppla, da wird wohl dann doch noch irgendwann ein Provari anstehen. Jetzt kommt erstmal die Lava Tube und dann muss ich mal sehen, ob ich mit dem Provari dann auch glücklich werden könnte. Im Großen und Ganzen war es das jetzt erstmal zu den 15ern. Da wird es dann auf jeden Fall nochmal ein Folgevideo geben, wo ich die einzelnen Widerstände messe und dann auch die Spannung dementsprechend anpasse. Und sicherlich auch der XLR und der HH357er. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Dampfen.